Liebe Zuschauer, liebe Episoden. Die bizarre, aber wahre Lebensgeschichte von Karl Tenzler bestätigt das Sprichwort, dass die Wahrheit seltsamer ist als die Fiktion. Diese Geschichte wird auch eventuell den Schlaf von euch rauben, beziehungsweise das Schlafen mit einem Kuscheltier euch überdenken lassen. Es fängt alles mit einer Vision an, welche dann zu einer Reihe höchst beunruhigender und unnatürlicher Verhaltensweisen gegenüber der Leiche einer jungen kubanisch-amerikanischen Frau namens Elena, auch genannt Helen Milagro de Hoyos, führen würde. Obwohl die verdrehten Geheimnisse von Karl nach und nach bekannt wurden, behauptete er bis zu seinem Tod, dass alles, was er jemals damit ausdrücken wollte, seine tiefe Liebe und Zuneigung zu einer Frau waren, von der er sich sicher war, dass er sie irgendwann regenerieren könne. Mehr als 20 Jahre nach dem Tod von Elena brannte Karls krankhafte Besessenheit immer noch lichterloh, als er 1952 verstarb. Georg Karl Tenzler wurde am 8. Februar 1877 in Dresden geboren. Und es gibt nur wenige Details über seine Eltern. Zumindest wissen wir, dass Karl ein aufgeweckter und neugieriger Junge war. Und seine Kindheit war bis auf eine bemerkenswerte Ausnahme sehr unauffällig. Denn in jungen Jahren erschien ihm eine lang verstorbene Verwandte und diese enthüllte ihm das Gesicht eines dunkelhaarigen Mädchens und diese nahm er in seinem Herzen sofort als seine einzige wahre Liebe wahr. Als junger Mann zeigte Karl Tenzler die Fähigkeit, andere zu beeindrucken. Er strahlte ein Selbstvertrauen aus, das ihm half, Zugang zu Situationen und Möglichkeiten zu bekommen, die er sonst wohl niemals gehabt hätte. Leider brüstete er sich auch immer mit falschen Behauptungen, wie zum Beispiel, dass sein Lebenslauf 9 Hochschulabschlüsse beinhalte, was aber wirklich eine etwas zweifelhafte Behauptung ist. Auf alle Fälle ist er häufig gereist. Australien, Indien, Italien und die Südsee waren einige seiner früheren Reiseziele. Und während er mal in Australien unterwegs war, brach der Erste Weltkrieg aus. Und da er deutscher Staatsbürger war, steckte ihn die australische Regierung in ein Konzentrationslager. Das Völkerrecht verbot den Gefangenen zu dieser Zeit die Rückkehr in ihre Heimat und nach Kriegsende schickte die Regierung den deutschen Gefangenen zu einer Clearingstelle in den Niederlanden. Als Karl in seinen 40ern war, heiratete er eine Frau namens Doris Schäfer, oder Schäfer wahrscheinlich genannt. Zusammen hatten sie 2 Töchter, aber die Ehe war alles andere als stabil. Vor allem wegen seiner häufigen Reisen. 1926 segelte Tenzler ohne seine Familie nach Kuba und wanderte bald darauf in die USA aus. Er ließ sich in Zephyr Hills in Florida nieder und ließ dann danach seine Familie nachreisen. Aber innerhalb eines Jahres verließ er sie wieder und zog nach Key West und nannte sich ab dann Dr. Karl Graf von Kosel. Ob er den von ihm angegebenen Doktortitel in Deutschland tatsächlich erworben hat und jemals ein Medizinstudium absolvierte, bleibt weiterhin zweifelhaft. Kosel fand eine Anstellung im örtlichen Marinehospital und war dort in der Radiologie und Bakteriologie tätig. Obwohl er bei Kollegen, die ihn für hochnäsig und übermäßig egoistisch hielten, nicht beliebt war, wurde seine Exzentrizität aufgrund seiner Kompetenz, einer Qualität, die in den USA zu dieser Zeit wirklich Mangelware war, weitgehend übersehen. In April 1930 lernte er die 21-jährige Tuberkulose-Patientin Maria Elena Milagro, auch genannt Helen de Hoyos, kennen und verliebte sich in diese Kubanerin. Elena wurde am 31. Juli 1909 in Key West, Florida, geboren und war ein auffallend attraktives Mädchen mit luxuriösem dunklen Haar und einer ansprechenden Schüchternheit. Elena war die mittlere von 3 Töchtern eines Zigarrenmachers und einer Hausfrau und hatte eine Schönheit, die nicht unbemerkt blieb. Sie zog viele Bewunderer an und frühe Ehen waren in der kubanisch-amerikanischen Gemeinschaft damals üblich. Und Elena heiratete Luis Mesa 1926 im Alter von 16 Jahren. Leider erwies sich diese Ehe als sehr unglücklich. Denn kurz nachdem Elena eine Fehlgeburt erlitten hatte, verließ Louis seine junge Frau und zog nach Miami. Am 22. April 1930 brachte Aurora de Hoyos, besorgt über die Krankheit ihrer Tochter Elena, sie zur Untersuchung ins Marinekrankenhaus. Es wurde festgestellt,
dass die 20-Jährige an Tuberkulose litt, einer Krankheit, die zu diesem Zeitpunkt allgemein als unheilbar galt. Und wie es das Schicksal wollte, war Tänzler oder auch von Kosel anwesend, und nachdem er einen Blick auf Elena gerichtet hatte, war er sich sicher, dass sie die Frau aus seiner Vision war, die er Jahrzehnte zuvor gesehen hatte, also seine wahre Liebe. In der Überzeugung, dass es sein Schicksal sei, Elena vor dem sicheren Tod zu bewahren, überredete der verliebte Arzt seine Vorgesetzten, seine eigene experimentelle Behandlung an ihr vorzunehmen. Er führte eine Reihe von Spezialbehandlungen durch, darunter hausgemachte Elixiere, Kräuter und Stärkungsmittel. Außerdem lieh er sich, natürlich ohne Erlaubnis, teure Ausrüstung aus, darunter ein Röntgengerät, das er bei den De Hoyos installiert hatte, und der Arzt überschüttete Elena auch mit teuren Geschenken, und obwohl sie seine Gefühle nie erwiderte, erklärte er ständig seine unsterbliche Liebe und Hingabe für sie. Trotz seiner unermüdlichen Bemühungen starb Elena am 25. Oktober 1931. Karl Tänzler bestand darauf, alle Bestattungskosten zu bezahlen, und er stellte sogar einen Bestatter ein, um Elena einzubalsamieren. Er überredete auch ihre Familie, dass er ihr ein teures Steinmausoleum kaufen würde, und nach der Beerdigung von Elena gingen alle davon aus, dass sie diese höchst ungewöhnliche Geschichte mit dem Karl hinter sich lassen könnten. Aber leider wurde das Verhalten Karls nur noch bizarrer. Karl besaß den einzigen Schlüssel zum Mausoleum und besuchte damit regelmäßig Elenas Leiche. 2 Jahre lang setzten sich seine Besuche fort, und als die Einwohner der Stadt davon Notiz nahmen, verbreiteten sich Gerüchte. Und diese führten dazu, dass das Krankenhaus das Arbeitsverhältnis von ihm kündigten. Aber unerschrocken ging Karl Tänzler sogar noch einen Schritt weiter und transportierte Elenas Leiche mit einem Kinderwagen vom Mausoleum zu sich nach Hause. Also der wirklich offensichtlich wahnsinnige Karl unternahm erneut außergewöhnliche Maßnahmen, um den Körper von Elena besser zu erhalten. Darunter zum Beispiel nahm er einen Draht, um ihr Skelett zu stärken und um ihr Posen verleihen zu können. Er ersetzte ihre verwesten Augen durch Glaskugeln, und mit einer Mischung aus Gips und gewachsenem Stoff ersetzte er ihre verfaulte Haut. Mit Lumpen füllte er ihren ausgehöhlten Körper und fertigte aus fremden Haaren eine Perücke. Um gegen den Verwesungsduft und das weiterhin verwesene Fleisch vorzugehen, arbeitete er immer mit Desinfektionsmitteln, Formaldehyd und Parfüm. Er zog ja auch immer wieder neue Kleidung an, die er zum Teil neu, aber auch gebraucht erwarb, und die meiste Zeit verbrachte sie aber in seinem Bett, in welches er sie sorgfältig hineingelegt hatte. Und dieser Zustand, der dauerte fast 7 Jahre an. Unterdessen gingen aber in der Nachbarschaft komische Gerüchte umher. Die Leute hatten nämlich Karl mit einer riesigen Puppe tanzen sehen. Sie sagten auch, dass er ein Flugzeug baue, mit dem er sich und Elena in die Stratosphäre fliegen wollte, um sie zu verjüngen. Außerdem wurde vermutet, dass er mit Elenas Leiche regelmäßig Geschlechtsverkehr hatte, und diese vermutete Nekrophilie wurde später auch bestätigt. Der 1940 angefertigte Autopsiebericht blieb zunächst unter Verschluss. 1972 wurde er zugänglich gemacht und bestätigt, dass Karl von Kosel an der Mumie seiner Geliebten eine Vorrichtung zum Geschlechtsverkehr mit der Toten angebracht und diesen auch mit ihr durchgeführt hatte. Durch diese Gerüchte war im Jahr 1940 die Schwester der Toten aufmerksam geworden und ging der Sache nach. Sie fand die sterblichen Überreste nicht im Sarg, sondern im Hause von Karl und erstattete Anzeige. Karl wurde wegen Leichenschändung verhaftet und Elenas Leib durch eine Ärztekommission untersucht. Anschließend wurde Karl sein Werk zunächst für 3 Tage öffentlich ausgestellt, und nachdem 6000 Besucher die Gelegenheit zur Besichtigung der Mumie von Elena Milagro Hoyos wahrgenommen hatten, wurde sie an einem unbekannten Ort beerdigt. Gegen eine Kaution von $1000 wurde Karl freigelassen, und in dem anschließenden Prozess wurde er sogar freigesprochen, da die ihm vorgeworfene Grabschändung nach 2 Jahren verjährt war. Eine Untersuchung seines Gesundheitszustandes erbrachte auch keinen Nachweis für eine Erkrankung, sodass er ohne Auflagen in Freiheit leben konnte.
Karl Tänzler zog sich in die Anonymität zurück und verstarb im Juli 1952. In einer zutreffenden ironischen Wendung war er angeblich 3 Tage lang tot, bevor sein Körper entdeckt wurde. Und unter seinen verbleibenden Besitztümern befand sich eine lebensgroße Nachbildung von Elena Hoyos. In den meisten Kulturen werden die Toten innerhalb weniger Tage nach ihrem Tod beerdigt oder eingeäschert. Aber wenn wir zum Beispiel die indonesische Thorayan-Leute hernehmen, dann behalten diese ihre Leichen von den Verwandten, um mit ihnen zu leben, manchmal für Jahre nach ihrem Tod. Die Leichen bekommen ihre eigenen Räume, werden gewaschen und ihre Kleidung wird regelmäßig gewechselt. Essen und Zigaretten werden 2x täglich zu ihnen gebracht und sie haben sogar eine Schüssel in der Ecke, welche als Toilette dient. In die Leichen der Toten wird ebenfalls Formaldehyd injiziert, welches den Abbau oder die Verwesung der Leichen verhindert. Das war die Geschichte vom Karl und ich finde sie sehr makaber. Ich muss sagen, ich habe viele Berichte über ihn gelesen und er hat immer wieder beteuert, er hat das alles nur aus Liebe gemacht und er hat wirklich in seinem Wahnsinn geglaubt, dass er sie wieder regenerieren kann, wieder zurückholen kann von den Toten. Und ich glaube ihm, dass er wirklich das geglaubt hat. Denn der ganze Aufwand, und müssen wir überlegen, der wohnt 7 Jahre mit der Leiche, also die nach 2 Jahren schon relativ gut verwest war, wohnt er dann an, also zusätzlich 7 Jahre mit dieser Leiche in seinem Haus, lässt sie in seinem Bett schlafen, in dem er auch schläft, hat mit ihr Geschlechtsverkehr und behandelt sie wie einen lebenden Menschen. Also wirklich eine makabere Geschichte, die aber wirklich passiert ist. Und das muss man sich mal so durch den Kopf gehen lassen, was Liebe in einem Menschen bewirken kann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und ich hoffe nicht, dass ich euch jetzt die Fantasie und die Illusion geraubt habe, dass ihr mit eurem Kuscheltier jetzt nicht mehr in Ruhe im Bettchen schlafen könnt, sondern dies nach wie vor macht's. Außer ihr habt dieses Kuscheltier irgendwo ausgegraben und mit Draht verstärkt und die verwesten Augen mit Glaskugeln ersetzt. Ich wünsche euch was und wir hören uns beim nächsten Video. Also macht's es gut. Euer Peso. Servus.